Hört man's her, liebe Freunde, das wird ein unbeschreiblicher Film. Aber ich weiß nicht, ob ich euch den zeige. Vielleicht bleibt er unter Verschluss. Liebe Zuseher, wir begrüßen euch bei der dritten und letzten Folge der Hochgebirgsjagd im Reich der Gämsen. Natürlich wollen wir euch diesen Film nicht vorenthalten. Eine Schlechtwetterfront zog über Nacht ins Land und bescherte Nebel. Deshalb ging es später als die Tage zuvor ins Revier. Die ersten blauen Himmelsfenster machten Hoffnung auf die vorhergesagte Wetterbesserung. Die Rast, die durch den anhaltenden Nebel länger ausfiel als geplant, gab den Jägern genug Zeit, um sich von dem ersten anstrengenden Aufstieg zu erholen. Nun war es möglich, die umliegenden Bergrücken nach Gamswild abzuglasen.
verlassen jetzt auch wieder diesen Platz. Die Gams sind ganz oben. Jetzt gehen wir in die Richtung zumindest. Aber ich glaube nicht, dass wir ganz rauf auf den Berg eine Chance haben. Aber das sieht man aus genau, was zu tun ist. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt geht's wieder bergauf. Er hat gemeint, wir müssen ein bisschen aktiver werden. Und aktive Jagd ist natürlich super. Wenn es dann noch erfolgreich wird, schauen wir mal. Wieder hatten die Jäger einige Höhenmeter hinter sich gelassen. Die Nebelschwaden rissen immer wieder auf und offenbarten ober und unter ihnen Gamswild. Der Aufstieg war anstrengend, aber eindrucksvoll. Die Jäger stiegen diesmal von weiter hinten im Tal auf, um die Stelle von der anderen Bergseite einzusehen, wo der Bock am Vortag hinaufzog. Die erste Gämse, die sich zeigte, war wieder ein junger, dreijähriger Gamsbock. Das Ansprechen von Gamswild erfordert viel Erfahrung. Nach kurzer Pause ging es wieder weiter. Anders als bei den Gämsen, die scheinbar mühelos bergauf, bergab zogen, wie hier eine Geiß mit ihrem Kitz, merkten die Jäger die Anstrengungen der letzten Tage in jedem ihrer Schritte. Gamswild und Steinwild werden nicht umsonst als Kletterkünstler bezeichnet, wenn man sich ansieht, wie trittsicher sie sich im Fels bewegen. Sepp machte die Jäger auf eine frische Gamsfährte aufmerksam. In solchen Momenten steigt das Adrenalin, diesmal zu Recht, denn schon hinter dem nächsten Bergrücken Anblick einer im Wildbrett starken Gämse. Beim ziehenden Gams hinter den Lerchen ist ein Ansprechen noch nicht möglich. In dieser Situation fragt sich der Jäger, wird die Gämse passen? Ist es vielleicht gar der Gesuchte? Um am Ende festzustellen, dass es wieder eine der vielen jungen Böcke war, die bergauf, bergab den Geruch der Geißen folgte. Abgesehen von der Höhe der Schläuche und den dunklen Zügen sieht man bei diesem Bock auch keine Pinselhaare, die bei den älteren Böcken schon sehr ins Auge stechen. Die eigentlich wunderbar auf gute Entfernungen dastehen würden. Aber jung ist halt jung. Das geht nicht. Ja. Genauso wie wir eigentlich, aber wir sind. Da kommt der Bock die trotzdem. Wieder dort. Das ist der Gefällte. Ist der Gefällte? Das ist der Gefällte. Runter, den großen Aue, gedeckt.
den Felsvorsprung und von dort sind es nur 200 Meter bis zum Bach. Super, machen wir. Das machen wir. Ja, machen wir das. Das ist sicher. Sind wir in einer halben Stunde drin? Ja, vielleicht. Eine Stunde. Hey, aber ich will jemand anderes einnehmen. Ja, die halten uns schön am Schmäh. Ja? Das ist schön. Na, wirklich. Das ist der Bock, auf den der Martin gestern vorbeigeschossen hat. Ja. Das ist eine zweite Chance. So eine Stinkstelle. Ich glaube, so ganz muss man sich erarbeiten. Ne? Der schon. Das ist nichts für einen Duscher. Und für Buchsitzjäger. Buchsitzjäger, ne? Weißt du warum? Zuck. Die Jäger nicht Kommunion gehen. Nee. Weil sie dort nicht mit dem Chip hinfahren können. Wir gehen jetzt 800, 900 Meter. Und wenn das nicht ist, zwei Täler. Und schauen, dass wir den Bock kriegen. Na, schauen wir, ob wir hinkommen. Das ist jetzt Challenge. Die Herausforderung war nicht nur, die beiden Täler zu überwinden und den Berg gerade zu erklimmern, sondern auch den Bock immer im Blick zu behalten. Dort hinauf, wo die Sonne scheint, genau wo die Sonne scheint, dort gehen wir hin. Das ist Jagd, das ist schön. Was wir da Höhenmeter machen, ist gewaltig. Mittlerweile ist der Bock, zu dem wir hin wollten, schon irgendwo da oben. Da zeigt er auf. Siehst du? Ja. Wo? Schon über dem Steinfeld. Über dem Steinfeld? Ja, oben Stein, ja. Zeigt so schräg zu uns her. Schau, ja, auf den Grün. Also. Der geht auf den Grat, gell? Der geht auch rüber. Ja, dann warten wir mal, wo er hingeht. Vielleicht wir. Der ist voll im Pfad, aber da hat er keine gefunden, glaube ich. Den Bastard. Er wollte nach rüber gehen und dann in der Zwischenzeit verschwindet der Bock. Aber von links. Hast du gesehen, wo er hinzu ist? Ich war jetzt gerade eine Sekunde nicht drauf. Aber der kommt runter. Kommt er? Ja, der kommt auf uns zu. Der riecht hierher. Der riecht hierher, der riecht hierher. Okay. Das ist wenn man es da eigentlich eingerichtet, dass der Bock, wie er da auf den Horizont gezogen ist, dass er rüberkommt. Und jetzt hat er von ganz oben innerhalb weniger Minuten eine Geister runtertrieben, schon in die Baumgrenze hinein. Und jetzt überlegen die Herrschaften, wie man den Bock kriegt. Ich kann nur ein paar Meter. Halt, stopp. Der zieht wieder nach links. Ja, ich sehe ihn. Jetzt kommt er schon. Wo wir zu langsam sein. Beide kommen. Dann gehen wir wieder. Schau, wie der den Bord aufstellt. Schau, dahinter, wie der den Bord aufstellt. Sucht. Das sind so Platzböcke. Ja. Also, das sind zwei Bäcker, oder was? Das sind die. Das sind der, der am Horizont gestanden ist. Ja. Und der Blinde. Oder? Ich nehme ja, den mal Blinde. Der kommt. Der starke kommt, ja? Beide. Der kommt versuchen. Nein, das ist doch vielleicht nicht drunter. Kriege ich nicht. Nein, da ist viel zu weit. Wir müssen hinbauen. Okay, da. Okay. Die zweite steht rechts dahinter. Ja, ich glaube, weiter runter wollen sie nicht. Mittlerweile wurde das erste Tal überwunden und der erste Berggrat erreicht. Aber noch immer waren die Jäger viel zu weit von den beiden Böcken entfernt.
Dings mitfilmen. Das ist ja quasi das Trumpfgeschehen, der Trumpfkampf der Trumpf. Das sind nur Auffledern. Ja. Bevor es, ich weiß nicht, ob die überhaupt kämpfen, meinte Hageln einmal. Aber die tun das nicht. Die tun so ist ganz auch schwierig. Das steht leicht. Ja, das ist. Man kann schießen leicht, aber. Einen Gams, einen bestimmten Gams schießen ist nicht so leicht. Probieren wir es dich da. Gehen wir unmittelbar hinten über den Kram machen. Weil du wieder. Probieren wir es. Ja. Die kennen wir nicht mehr. Die kennen wir nicht mehr. Die gehen alle weiter hoch. Und ich schaue trotzdem mal weiter hinter. Also es ist unglaublich. Da rennen wir den ganzen Tag und sind von uns gestiegen. Das ist unglaublich. Beide. Wenn da unten war das nur Kanten. Wo die Föhren steht. Oh. 50 Meter. Ja, das ist nicht mehr, gell? Das ist auch nichts. Das ist 350. Aber wenn wir runtergehen, ist ja auf gut Glück, ne? Wir gehen dann in der Zwischenzeit über 20 Meter weiter. Jetzt kommt er wieder. Kommt. Kommt, genau. Vor allem, was hat ich meine, ich bin bei allen dabei, gell? Aber wenn wir runtergehen, der Wind, dann haben wir auch noch das Problem. Nicht das Problem, ganz ehrlich. Ja, wir haben da unten noch keinen Schussfeld mehr. Das wird immer dichter. Ja. Der gesuchte und am Vortag gefehlte Gamsbock war gut an seinem unterbrochenen Zügel zu erkennen. Ja, das kommt auch dazu. Lass mich den Hubertus jetzt mal Fuß arbeiten. Die einzige Chance war zu warten und, wie unser Freund treffend meinte, den heiligen Hubertus arbeiten zu lassen. Der Gefehlte stand oberhalb seines Kontrahenten und beeindruckte ihn mit den bereits erwähnten typischen Verhaltensweisen von Prunfböcken. Als die Böcke wieder bergauf zogen, richtete sich unser Freund ein. Würden sie noch ein wenig höher ziehen, würde eine Lücke im Lärchenbestand einen Schuss zulassen. Doch vorerst verschwanden sie im Bestand. Nachdem uns die Gamsböcke die beiden an der Nase herumgeführt haben und nicht rübergekommen sind, versuchen wir jetzt hinüberzugehen. Ziemlich weit, da oben steht wieder ein Gams. Mittlerweile waren die Jagdfreunde dabei, auch das zweite Tal zu überwinden. Von einem der nächsten beiden Bergrücken wären es dann um die 200, 250 Meter bis zu den beiden Böcken. Na gut, vielleicht kommen sie mal durch. Das könnte schon sein, ne? Das ist
gehen wir zur Kanten runter. Unfassbar. Unfassbar. Das ist natürlich der Ursprung. Die beiden Böcke zogen wieder bergauf, wodurch ein neuerlicher Platzwechsel notwendig wurde, um halbwegs auf Schussentfernung heranzukommen. Da bei der Licht. Da kannst du gut auflegen. Links von den zwei großen Fichten. Bei der Herren, die so höhen leicht, die lächeln mit den Blauen noch drauf. Die Jäger konzentrierten sich also auf die Blösse im Lärchenwald, auf die Böcke zuziehen würden. Die sind genau zu dem Fleckerl unterwegs, wo ich da gesagt habe. Die Waffe war auf diese Blösse eingerichtet und alle warteten auf die beiden Böcke. Unbemerkt von den Jägern, aber von der Kamera dennoch festgehalten, zogen die Böcke etwas unterhalb im Bestand bergwärts. Die Jäger warteten und warteten. Die Böcke müssten doch irgendwann wieder auftauchen. Was sagte Sepp am Anfang der Jagd? Immer wieder zurück und hinaufschauen. Gesagt, getan. Keine 20 Minuten später stand plötzlich eine Gams hinter und ein weiterer oberhalb der Jäger. Ein Blick durchs Glas verriet, es war der Konkurrent des Gesuchten. Und wenn der heilige Hubertus den Jägern wohlgesonnen wäre, dann würde auch der Gesuchte kommen. Die Minuten des Bangens und des Hoffens begannen. Der Bock stand viel weiter weg, als zu vermuten wäre. Er zog auch von den Jägern weg, aber in Wahrheit warteten sie alle auf den Gesuchten. Die Jäger hielten es gar nicht mehr für möglich, aber der heilige Hubertus war ihnen hold. Es war tatsächlich der Gesuchte. Seine markante Maske war sofort, auch auf weite Entfernung, zu erkennen. Von der Stelle, wo sich die Jäger in diesem Moment befanden, war nur noch für kurze Zeit ein Schuss möglich. Deshalb begann ein bis zur völligen Erschöpfung reichender Wettlauf gegen die Zeit und die eigene Kraft. Trotz Aufmunterung ging es bei unserem Freund nicht mehr. Die Kräfte waren am Ende, die Beine taten nicht mehr das, was von ihnen gefordert wurde. Doch der Wille, den Gams doch noch zu erreichen, war stärker als alles andere.
sich nimmer. Der Gamsbock war doch noch da und zog offensichtlich zurück zu seinem Rudel. Mit letzter Kraft und Konzentration, der Pulsschlag am höchsten Punkt, könnte das Undenkbare doch noch gelingen? Jetzt? Ja. Jetzt? Ja. 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 Was gibt's die Chance da? Da. Auf die 200 Meter. Ja. Ja, dann muss ich ihn lassen. Finde ihn nicht. Doch. Ich weiß drin. Schon, ja. Wir finden ihn mit geschissenen Klappen nicht. Ich sollte ja, ich wollte auch. Jawohl. Jawohl. Jawohl, mein Freund. Jawohl, mein Freund. Ist schon super. Na. Super gezeichnet. Na. Das gibt es nicht. Na. Oh Gott. Nein. Nein. Das wird's aber. Nein. Ich war schon drauf, aber hier hinten. Ich bin hinten gekommen. Nein. Das ist immer wieder Hammer. Ich fach's nicht. Ich fach's nicht. Das ist der Hammer. Hey, jetzt lässt er aber los, jetzt erst einmal, dass er sicher liegt. Ja. Na. Na, wenn das jetzt wirklich die Wahrheit ist. Das ist das Jagdleben des Jahrhunderts, oder? Wenn wir da auf dem Blindbau in der Früh. Ja. Und ein gemütliches Jausal. Und. Das ist ja die Hitze. Ah. Ich dachte, die stirbt jetzt auf. Ja, ich kriege ein Herzinfarkt. Der Schuss saß mitten im Leben. Mit Sicherheit war der Bock verendet und wird nach einem nochmals unglaublich anstrengenden Aufstieg in Besitz genommen werden können. Ja, hinten. Nicht so durch die Wand. Jetzt haben wir doch noch da rein. Wenn der Gamsbock liegt, dann war das die mit Abstand schönste Jagd, die ich in meinem Leben erlebt habe. Spannend. Bis zur letzten Sekunde. Darfst du mal. Geh langsam, Martin. Aber wir haben den da Einwechseln gesehen zu den Geistern rauf. Ich schätze mal Höhenmeter 300. Entfernung 500, dann rennt er rauf nur mal 300-400 Höhenmeter auf den Grat. Noch einmal blickte der Kontrahent vom Bergrücken auf die Jäger hinunter. Vielleicht wusste er, dass nun der Weg für ihn frei war, das Rudel in Besitz zu nehmen. Die Jagd im Reich der Gämsen war zu Ende. Unvergessliche Erinnerungen an Wild, Natur, die herausfordernden Pirschen mit unserem Pirschführer Sepp und das gemeinsam Erlebte bleiben.
Weidmanns Heil. Sepp. Da liegt der Bock da hinten. Weidmanns Heil. Ich sehe mich. Ja. Unter schwierigsten Bedingungen. Ja. Sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Ah. Hast du gut. Ja. Guter Schuss. Robert, gut gemacht. Ah. Rudi, deine Kugel hat den Bock gefunden. Er hat ihn angenommen. Angenommen. Ja, er hat angenommen. Und ist. Angenommen. Sehr gut in Klasse 1. Ja. Robert, super. Sensationell. Super. Herzlichen Dank dir. Du hast zweimal. Du hast ihn zweimal gesehen, ja. Jetzt die letzten Mal. Der Robert hat es erwischt. Ich kann unerreichbar. Ja. Das war alles, was schon erledigt. Und jetzt? Tina? Hallo! Tina, ja, hallo! Ja. Ja, hallo! Das ist ein Ricky, gell? Ja, geht gewaltig. Gute Kugel, Alter. Alter Bock. Ja, der Schuss ist sehr gut sogar. Wenn man es dann hätte. Eine unbeschreibliche Jagd. Okay, bitte. Heiliger Wörters. Jaha! Und ihr habt gesagt, das wird noch was. Der Herr Wörters, aber wir haben ihn gebettet. Wir haben gesagt, es wird heute noch was. Ja. Das ist ein ganz klassischer, gut, aber ja, der Rumpfbock, das müssen wir aushalten. Ja, das ist ein Schuss. Ja, Schuss. Also, das ging ja gar nicht. Respekt. Ja. Wirklich. Weil das schien mir jetzt fast erledigt. Das war erledigt. Vor allem, wie wir das dann aufgekommen sind, zu sein. Also ich dachte, wir schaffen es nicht mehr, der Bock ist weg. Ja. Und dann hast du gesagt, wenn wir da sitzen, wir haben den Bock gefragt. Sieh den Bock da oben. Ja. Da oben steht die Zander. Ein Weit hier 320 Meter. Noch hinterher. Ja. Auf 170 Meter. 170 Meter. Und dann hat er geschossen. Das ist der Hammer. Also der war auf 100 Meter, der war nicht zum Schießen. Und dann sind wir aber also weg und dann auf 150 Meter vielleicht oder 160. Jetzt machen wir das nicht mehr hoch. Lieber Martin, heftiges Weidmanns Heil zu dein einser Gamsbuck, den wir mühselig erarbeitet haben. Mit allem, was uns zur Verfügung gestanden ist, an Jagdinstinkt. Aber wir haben es geschafft. Und du hast es möglich gemacht, lieber Sepp. Ja, wir gemeinsam. Wir gemeinsam. Wir haben es möglich gemacht. Weidmanns Dank. Ja, kräftiges Weidmanns Heil. Ja. Super. Und eine Freude, mit euch zu jagen. Ja, vice versa. Und eine Ehre. Ja, ja, muss man sagen. Noch mehr vice versa. Ich danke Weil, dir. Wenn man so Jäger seid, wie ihr zwei seid, ist wirklich höchsten Respekt. Ja. Leidmanns Dank. So tolle Jäger gibt es wenige. Ja, super. Ja. Gott sei Dank haben wir uns kennengelernt. Doch, nehmen wir das Gewehr. Dankeschön. Mein Lieber, du hast uns wirklich auf Trab gehalten. Ja. Und das soll dir auf die Reise. Auf die Reise. Was man nicht verlieren. Auf die Reise in deine letzten Jagdgründe. In die weiteren Reiche der Gämse. Halt, was hab ich für eine Frisur? Wie der Edi-Monster, jetzt hole ich mir meinen Hut zurück. Wie der Gamsbuck. Wie der Gamsbuck, genau. Man sehen, liebe Freunde, das wird ein unbeschreiblicher Film. Aber ich weiß nicht, ob ich euch den zeige. Vielleicht bleibt er unter Verschluss. Für uns. Wir hatten uns heilig.